Hallo, in diesem Video zeige ich euch jetzt meine Empfehlung gegen die baltische Verteidigung, und zwar das ist im Damengambit Knight D4, D5, wenn Schwarz im zweiten Zug Läufer F5 spielt. Und ich denke, ich habe eine gute Idee für euch dagegen, und ich würde einfach sagen, wir schauen gleich am Brett und kommen gleich zu den konkreten Zügen. Wie gesagt, die Idee ist D4, D5, Springer F3, Läufer F5 im zweiten. Das ist diese baltische Verteidigung. Und das ist sogar in den letzten Jahren ein bisschen in Mode gekommen. Ich hatte sogar eine Partie gegen Nisipeanu in dem Dortmunder Turnier. Da wusste ich noch nicht diese Idee, die ich jetzt gefunden habe. Die kannte ich damals noch nicht. Die habe ich jetzt extra für euch dann vorbereitet für den Videokurs. Und eine wirklich relativ schöne Idee für Weiß, wie man zu einem leichten Vorteil kommt und Schwarz vor einige Probleme steht. Also die Idee für Weiß ist natürlich kritisch, ist drittens C4, wie wir immer in unserem Repertoire spielen. Im Endeffekt, diese Idee von diesem baltischen System ist eigentlich für Schwarz von dieser Verteidigung ein London-System mit vertauschten Farben, also mit einem Minustempo zu spielen. Und das London ist natürlich sehr solide, insofern ist auch Läufer F5 nicht ganz so schlecht, aber wie gesagt, ich habe eine schöne Idee für euch dagegen. C4, E6. Und hier ist eine Ausnahme zu meinem Repertoire. Normalerweise spiele ich ja immer einen Aufbau mit frühem E3. Das ist die Empfehlung für euch. Aber wenn wir hier E3 spielen, kann Schwarz C6 spielen. Und wenn wir uns diese Stellung genau anschauen, das ist praktisch unsere Variante aus dem Slawisch. Nur ohne die Züge Springer C3 und Springer F6. Und dadurch haben wir einen großen Nachteil. Wenn mit Springer C3, Springer F6, sagen wir, wir würden hier jetzt diese Züge Springer C3, Springer F6 machen. Jetzt wären wir in unserem Slawisch und würden Springer H4 spielen. Und das ist natürlich in dem Slawisch-Kapitel, könnt ihr euch das anschauen. Und hier haben wir ein kleines Problem. Schwarz hat nicht Springer F6 gespielt und wir haben diesen Zug Springer H4 nicht. Und wenn wir jetzt Springer C3 machen, kann Schwarz andere Züge wie Springer F6 machen, zum Beispiel Springer D7. Und wir kommen nicht zu Springer H4 und wir haben keinen Vorteil hier. Diese Springer H4-Idee ist ganz wichtig, damit Schwarz nicht alle seine Figuren so einfach rausbekommt. Deswegen, nach der kleinen Erklärung dazu, warum nicht E3, ist meine konkrete Empfehlung Dame B3. Und wir nutzen einfach ganz konkret aus, dass der Bauer B7 hängt, insofern, dass Schwarz den Läufer C8 sehr früh entwickelt hat. Und jetzt muss er sich konkret um diesen Bauern kümmern. Und es ist gar nicht so einfach jetzt, wie er spielen soll. Er hat jetzt ein paar taktische Ideen, den Bauern zu opfern. Eine Sache ist, B6 ist kein guter Zug. Da gab es eine Partie von meinem früheren Trainer, also mit dem ich relativ viel gearbeitet habe, der ungarische Großmeister Zoltán Rihbly, der auch früher in der erweiterten Weltspitze war. Und dem sein Gegner hat hier B6 gemacht und er hat Springer C3, C6 gemacht, auf D5 genommen und einen starken Zug gefunden mit siebtens E4. D4, Springer E5 und man sieht, Schwarz hat Probleme mit der Entwicklung und das droht Dame schlägt F7 matt. Läufer E6 kam, Läufer C4, Läufer C4, Dame C4, Dame E7, Springer C6, Dame C7, D5. Das war die Partie, der Bauer E4 hängt. Weiß steht schon auf Gewinn hier. Wie gesagt, B6, in dieser Stellung B6 ist einfach ein Fehler, nachdem Weiß schon klar besser steht. Springer C6 ist der beste Zug, weil Schwarz hat keine guten Möglichkeiten, sonst den Bauern B7 zu decken. Und jetzt sollten wir aufpassen, wenn wir Dame schlägt B7 machen, kommt Springer B4. Und jetzt hat Schwarz plötzlich Gegenspiel. Beziehungsweise wir müssen Springer A3 machen, um C2 zu decken. Und Schwarz kann jetzt einfach die Dame Dauer verfolgen und kann schon Remis machen. Und das wollen wir natürlich nicht, dass wir mit Weiß nach so wenigen Zügen Remis machen müssen. Und deshalb meine Empfehlung A3 und jetzt muss sich Schwarz um Dame schlägt B7 kümmern, weil wir Springer B4 verhindert haben. Und Schwarz hat zwei Züge jetzt hauptsächlich A6, das ist eine taktische Idee. Und dieser A3-Zug, da gibt es nur noch ganz wenige Partien dazu. Also das ist schon sehr überraschend dann für den Gegner, wenn wir das spielen. A6 und jetzt sollten wir aufpassen. Nach Dame schlägt B7, Springer A5 hätten wir unsere Dame verloren und das wollen wir natürlich nicht. Auf solche Motive muss man immer aufpassen. Wenn man so früh so Sachen wie Dame B3, Dame B7 macht, muss man natürlich aufpassen, dass die Dame nicht gefangen wird. Aber jetzt kommt meine Empfehlung E3. Das sind wir praktisch wieder in unserem Standardaufbau. Wir haben fast immer unseren Läufer auf C1 und spielen E3. Und Springer F6 ist logisch, Springer C3.
Und sollte Schwarz jetzt Läufer E7 machen, machen wir einfach Springer H4, wie in unserem Slawik. Und der Springer C6 steht nicht gut und ich denke, wir stehen einfach besser. Und wenn Schwarz auf C4 nimmt und Läufer D6 mit der Idee E5, machen wir auch Springer H4. Das ist eigentlich die wichtigste Idee. Im Slawik, sowohl in der baltischen Verteidigung, wenn Schwarz Läufer F5 macht, ist Springer H4 immer sehr, sehr wichtige Idee. Und Rochade zum Beispiel, diese Variante hier. Und das war eine Fernschachpartie. Turm C1, weiß, stellt einfach seine Figuren nochmal hin. Und die Fernschachpartie ging zwar Remis aus, aber natürlich, man sieht schon, dass Weiß einen Vorteil hier hat mit dem Läuferpaar und ein bisschen Vorteil im Zentrum. Hier gehen wir zurück und zwar, das war fünftens A6. War das jetzt? Und jetzt sollten wir uns merken, dass wir nicht auf B7 nehmen. Und die Hauptvariante hier, wie gesagt, es gibt nur wenig Partien, aber meistens wurde Springer A5 gespielt. Und jetzt geben wir Dame A4 Schach und C6 und jetzt kommt eine sehr gute Idee für Weiß und zwar meine Empfehlung ist C5. Und die positionelle Idee dahinter ist, wir spielen gegen diesen Springer auf A5. Der steht sehr eigenartig, dieser Springer A5 und der hat keine guten Felder, wo er hin kann. Deswegen sollte Schwarz früher oder später B5 machen. Er kann entweder gleich B5 spielen, wozu ich gleich komme, oder er kann Springer E6 machen. Und nach E3, B5. Jetzt muss er B5 machen, weil es droht. Die Läufer D2 droht und Springer A5 fängt danach und jetzt geht Springer C4 nicht mehr. Wenn wir hier Läufer D2 machen würden, nach Springer E6 sofort, dann würde nach Springer C4 gehen. Deswegen nach E3 muss Schwarz B5 machen, Dame D1. Jetzt sind wir durch Zugumstellung in der Hauptvariante. Und hier gibt es schon gar keine Partien mehr. Ich Läufer E7. Kann Schwarz machen. Das große schwarze Problem ist hier dieser Springer A5. Der kann nicht wirklich nach vorne, nach C4, weil B3 immer kommen wird. Deswegen sollten wir auch nicht zu früh B4 machen. Und wenn er nach B7 zieht, der Springer, wo will er dahin von B7 aus? Also das ist ein großes Problem für Schwarz in dieser Stellung. Wäre der Springer auf D7, hätte Schwarz hier keinerlei Sorgen und eine ausgeglichene Stellung. Aber mit dem Springer auf A5 hat er wirklich Probleme. Läufer E2, Rochade, Rochade. Ich gebe euch jetzt noch ein paar Züge, wie ich mit Weiß spielen würde. B3. Damit brauchen wir uns überhaupt keine Gedanken über Springer C4 machen. Springer E4, zum Beispiel Läufer B2. Wir entwickeln einfach unsere Figuren Läufer E6, Springer C3. Und Schwarz hat große Probleme. Er hat auch das Problem mit dem Springer auf D7, könnte er immer mal E5 machen. Aber jetzt geht E5 auch nicht gut. Und der Springer A5 steht sehr schlecht. Und Weiß steht einfach besser hier. Es ist sehr unangenehm zu spielen mit dem Springer A5. Das ist eine ganz einfache, simple Empfehlung jetzt gewesen gegen dieses baltische System bzw. die baltische Verteidigung. Mit diesem Dame B3 und A3. Und ich denke, das ist sehr leicht zu spielen für Weiß und wir bekommen damit einfach einen schönen Vorteil. Ich glaube, wir brauchen uns da wirklich keine Gedanken machen, wenn wir das aufs Brett bekommen, was jetzt in den letzten Jahren immer mal wieder sogar kam, sogar von Topspielern mit Schwarz. Und wenn wir das mal aufs Brett bekommen, dann haben wir einen soliden Vorteil. Und wir sehen uns im nächsten Video.